Hey Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Es tut mir mega, mega leid, dass ich in letzter Zeit nicht so viele Videos gedreht habe. Das liegt einfach an privaten Gründen. Und ja, bei uns hat jetzt auch wieder die Schule zu Hause angefangen. Das ist richtig nervig. Aber ja, deswegen hatte ich nicht so viel Zeit, Videos zu drehen. Ich bin Toffi trotzdem jeden Tag geritten, beziehungsweise habe sie jeden Tag bewegt. Außer gestern, weil gestern... Ja, weil gestern hatte ich einfach keine Zeit. Und ja. Deshalb gibt es heute ein Video mit Toffi. Und zwar werde ich mit ihr ausreiten gehen, mit dem Voltigiergurt, mit der bunten Schabracke und der Trense. Und ja, jetzt werden wir sie erstmal putzen. Und ich putze sie im Stall. Übrigens habe ich eine neue Bürste für Toffi, und zwar diese hier. Das ist so eine riesige. Das Problem ist, die passt nicht mal in meinen Putzkoffer rein. Deswegen liegt die jetzt halt immer in ihrer Sattelkammer. Oh ja, damit putze ich sie mega gern. Der ganze Feinstaub damit rausgeht. Mega geil. Und ja. So, ich habe Toffi jetzt fertig geputzt. Das habe ich jetzt nicht gefilmt, aber ja. Und jetzt kommt der Voltigiergurt drauf. So. So, der Voltigiergurt ist jetzt fest und jetzt werde ich sie trennen. So, sie ist jetzt auch getrennt. Und ja, jetzt sind wir fertig und jetzt gehen wir ausreiten. Ich nehme mir aber noch eine Gerte mit. Nicht, dass wieder bockig wird. Übrigens ist das ja eigentlich meine Schwester ihre Gerte für Amy. Aber Amy ist so brav, die braucht keine Gerte. Deswegen darf ich die jetzt immer für Toffi verwenden, weil die peitscht halt voll gut. So, ich steig jetzt auf und dann reiten wir los. So, ich sitze jetzt schon auf der Toffi und wir reiten gerade schon Schritt. Ja, ist ein bisschen schwer. Ich habe Zügel in einer Hand und eine Gerte in der Hand. Und mit der anderen Hand muss ich filmen. Ja. Ja, übrigens werden wir heute mal aufs Feld reiten. Halt aufs, ja, aufs Feld. Ja, wir gehen hier entweder immer in den Wald oder aufs Feld. Ja, andere Möglichkeiten gibt es nicht wirklich bei uns. Ja, doch es gibt noch so einen kleinen See, wo man mit den Ponys reingehen kann, aber dafür ist es noch zu kalt. Aber da werden wir auf jeden Fall im Sommer auch mal hingehen. Heute ist auch ziemlich kalt, deswegen habe ich lange Hose an und ja, weil gestern war es noch relativ warm. Heute nicht mehr so. Und ja, ich bin auch in letzter Zeit halt ziemlich oft mit dem Voltigiergurt geritten. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr mit dem Sattel reiten, weil, ja, man merkt einfach, dass sie sich jetzt an den Voltigiergurt gewöhnt hat und den Sattel so langsam nicht mehr so akzeptiert, sage ich mal. Ja, ich bin sie nämlich letztens mit Sattel geritten, das fand sie nicht so toll. Ja, aber für Ausritte nehme ich den immer noch voll gern. Und ja, wir haben nämlich letztens wieder fürs Turnier geübt. Eigentlich hätte ich ja schon längst eine E-Dressur wieder gehabt mit Toffi. Aber wegen Corona halt nicht. Das ist dann halt nach Corona. Wird das nachgeholt, das Turnier. Meine Schwester hat auch ein kleines Springturnier mit Amy. So ein Turnier, was leichter als E-Springen ist, sage ich mal. So ein kleines Shetty-Springturnier. Keine Ahnung. Ja. Aber das wurde wegen Corona halt verschoben. Leider. Aber ja, jetzt haben wir mehr Zeit zum Üben. Und ja, ich gehe in letzter Zeit auch sehr viel mit Toffi ausreiten, weil es einfach so schön warm wird. Und auf dem Platz reite ich auch voll gern. Und ich labe mal wieder mega viel. So, wir traben jetzt mal an. Komm. Ihr Feini. Dauert noch ein bisschen, bis wir beim Feld sind. Aber dann können wir auch schon angaloppieren, wenn wir auf dem Feld sind. Wir galoppieren dann immer hin und her und so. Das ist halt wirklich riesengroß. Komm, Honey. Toffi ist halt auch nicht so lieb drauf. Ich wollte gerade buckeln. Pony. Komm. Wir traben hier jetzt einfach ein bisschen lang. Da hinten ist schon das Feld. Man sieht es gerade nur nicht so gut, aber ja. So, wir sind jetzt gleich am Feld. Und so, wir sind jetzt auf dem Feld. Und jetzt werden wir angaloppieren. Komm, Pony. Galopp. Yay, sie galoppiert. Komm. Galoppieren gerade.
Oh, wie schnell sie wird. Brrr. Pony. Brrr. Tera. Brrr. Ja, jetzt trabt sie. Sie wurde gerade mega schnell im Galopp. Und schon galoppiert sie wieder. Hier kann sie sich halt auch echt auspowern. Komm, Pony. So. Wir sind gerade immer noch auf Feld. Sie frisst gerade das Feld. Ja. Ja, sie powert sich heute mega aus. Deswegen bin ich auch aufs Feld gegangen, weil es ist halt wirklich riesengroß. Da kann sie einfach kreuz und quer entlang rennen und sich auspowern. Ich bin sie ja gestern nicht geritten, deswegen hat sie heute mehr Power drauf. Und ja, sie frisst hier gerade das Feld. Das war's mal komplett. Ja. Schon galoppiert sie wieder. Wir galoppieren jetzt einfach hin und her und kreuz und quer. Das liebt sie. Vor allem jetzt kann sie sich auspowern. Die Amy kann man mal ein paar Tage in der Box stehen lassen, ohne dass sie dann halt, ja, nicht ausgepowert ist. Die ist eh so ein kleines faules Fettsäckchen. Aber Toffee gibt immer Gas. Die kann man nicht 3 Tage in der Box stehen lassen. Das mag die gar nicht. So, Toffee frisst gerade wieder das Feld. Ja, was ich damit gerade eben sagen wollte. Die Amy kann man halt nicht in der Box... die Amy kann man schon mal so 3 Tage in der Box stehen lassen, ohne sie zu bewegen. Der macht das nichts aus. Die ist dann auch nicht zu... Halt, die ist dann auch nicht ausgepowert, sag ich mal. Ja, aber die Toffee kann man noch nicht mal 2 Tage in der Box stehen lassen. Und dann würde sie schon alles umbringen hier. Weil sie ist so ein richtiges Auspower-Pony. Die will rennen. Ja, aber wenn es dann mal... Wenn ich sie dann mal jeden Tag reite, dann will sie doch nicht rennen. Ja, auf jeden Fall bin ich sie ja gestern nicht geritten. Deswegen hat sie heute sehr viel Energie. Aber ja... Deswegen sind wir ja auch auf dem Feld, dass sie sich ausrennen kann, die Maus. Und jetzt frisst sie immer noch das Feld. Pony, du sollst nicht zunehmen, du sollst abnehmen und rumrennen. Ja. Boah, schon galoppiert sie wieder hinterher. Sobald ich antrab, galoppiert sie. Süß. Komm, Pony. Yay, wir galoppieren wie verrückt. So, wir reiten gerade wieder Schritt. Wir sind gerade voll oft hin und her galoppiert. Ich habe nicht alles gefilmt, weil Toffee auch ein bisschen gebuckelt hat. Ja. Ja, auf jeden Fall war es gerade mega cool. Wir müssen jetzt gerade noch ein kleines Stück zurückreiten. Und dann sind wir gleich wieder auf dem, ja, Weg. Und dann können wir auch schon wieder zurückreiten. Und ja. Okay. Wir reiten jetzt gerade nur noch ein bisschen Schritt und Trab. Und ja. Haben gerade ein bisschen. Dauert eh noch, bis wir daheim sind. Das Feld ist nämlich ziemlich weit weg von unserem Stall. Jo. So, wir sind gerade die ganze Zeit getrabt. Ich habe nicht alles gefilmt. Aber ja, wir sind gleich zu Hause. Ich reite auch schon wieder lange Schritt. Und ja, wir sind schon in unserer Straße. Gleich darf sie dann auf die Koppel mit der Amy. Und ja. Ich reite jetzt einfach nur noch ein bisschen Schritt. Sie hat jetzt schon keine Power mehr. Die hat sich aber auch richtig ausgepowert. Die ist hin und her galoppiert. Das war so lustig. Ja. Komm, Pony. Ja, fein gemacht. Ich muss gerade... Fein. So, wir sind jetzt da und ich steige jetzt ab und ja. So, wir sind jetzt wieder. Bleib da. Ja, halt draußen. Halt bei uns. Ja. Und ja, wir verabschieden uns jetzt schon mal, weil den Rest kennt ihr ja so von uns. Und ja, das war's jetzt mit unserem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt dann halt gleich die Toffee fertig und dann darf sie auf die Koppel mit der Amy. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Hoffentlich hat's euch gefallen. Lasst uns doch einen Daumen hoch da und abonnieren nicht vergessen. Und schaut bei uns auf TikTok und auf Instagram vorbei. Auf TikTok heißen wir Schleichparadies und auf Instagram Maike und Toffifee. Ciao!